Strafraum gegangen. Kukula saß auch nur kurz auf der Strafbank wegen eines Fouls. Und das haben die Dänen sofort genutzt zum Führungstreffer. Mats Böttger ist der Torschütze in der 19. Spielminute. Das war ganz ein ungünstiges Tor. Ich sehe das gleich nochmal. Der Spieler möchte schießen. Christus da die Scheibe, weil es ja abgefälscht. Und geht direkt rüber auf Böttger-Schläger. Also es ist wie letztes Jahr bei der WM in Deutschland, 0-1, der Rückstand in Überzahl bzw. in Unterzahl. Am Ende haben wir 3-1 gewonnen, vielleicht geht es dann auch heute so. Zurück zum Handball. Zwei Minuten und 34 Sekunden noch zu spielen. Zwei Tore Führung für Flensburg, aber 7 Meter für die Rhein-Neckar-Löwen. Und da brauchen wir nicht zu diskutieren, der muss jetzt natürlich rein. Hackfresse. Aber ich bin schon beeindruckt von den Flensburgern. Ja, das muss man erstmal wegstecken. Man führt mit rein, plötzlich steht es unentschieden. Und dann haben sie diesen langen Angriff. Ja, und den machen sie rein. Ich glaube, das könnte zumindest der Knackpunkt gewesen sein. Ja, von Mogensen. Das ist natürlich auch ein Glücksding. Also, so ein Ding da durchzustecken. Oh, ein Ding! Der Gegenspieler, der ist doch verrückt! Der ist verrückt!